Und weiter geht's, ihr Lieben, mit einem neuen Video hier in RF4. Und ja, absolut seltener Anblick, zumindest für mich, heute vom Donetz. Und ihr merkt schon, es fängt an zu bimmeln und es bimmelt. Und ich teste einen der Fische, der mir noch fehlt. Und zwar als Trophy fehlt. Und hier haben wir den Lümmel. Die sibirische Plötze. Richtig selten für mich, weil ich einfach zu selten am Donetz bin. Aber schön, das Ding mal wieder zu fangen. Und ich teste halt immer mal wieder gerne, ob ich das Teil irgendwo kriege. Denn eigentlich müsste doch so eine olle Plötze, so ein olles Rotauge, so eine Art oder was auch immer, das müsste doch so ein Weißfisch, müsste doch schnell zu fangen sein. Kann doch nicht so schwierig sein, das Ding doch auch mal schön als Trophy rauszuangeln. Hm? Da wäre doch mal was. So, deswegen stehe ich jetzt hier, habe schon ein wenig rumprobiert, habe auch mit den Ködern schon ein bisschen rumprobiert. Ihr seht hier verschiedenste Variationen. Ich habe, wie gesagt, mit Pose schon getestet. Will ich vielleicht gleich auch nochmal weiter testen, schön mit der Waggler. Aber ansonsten eben auch schon ein paar Brocken jetzt hier auf Grund. Und da das hier gerade auf Grund, ja, bei den zwei Grundrouten häufiger abging als bei der einen Pose, habe ich mir gedacht, komm, dann machst du doch die dritte jetzt auch wieder. Zack, rein. Und jetzt muss ich bloß halt ein bisschen analysieren gerade, welche Hakengröße ist ideal. Und wo ballern die meisten Plötzen drauf rein? Das ist jetzt halt die große Frage. Guck mal, da auf der 3 geht es auch gerade direkt wieder los. Und ich habe noch keine Futtermische drin. Auch natürlich wieder die große Frage. Wenn ich Futtermische reinballer, vernichte ich mir den Spot? Oder lübt der Lachs danach noch weiter? Das ist halt die Frage. Im Moment tendenziell eher kleine Brocken. Gucken wir mal grob hier so ins Setup rein. Das geübte Auge erkennt schon direkt einiges. Ich gehe zum einen hier mal auf eine dünnere Schnur. Gehen wir mal auf, wo haben wir die Vierer? Habe ich noch eine Vierer irgendwo? 1, hier habe ich noch eine Vierer. 4 Kilo Fluorocarbon und zum anderen gehe ich auf einen 10er Haken. Ich glaube, ich habe auf den anderen 6er Haken. 10er Haken, Steinfliegenlarve. Ich habe die Schnur geändert, also klippen wir wieder rein auf. Zack, 7 Meter. Tatsächlich auch nicht wesentlich weiter. Ich habe vorher auch probiert, so im Bereich von 10 Meter und so was. War weniger gut. Also es geht tatsächlich hier um eine sehr ufernahe Situation. Speziell halt hier vorne dieser Bereich zwischen Grüngeschlodder und da drüben dem klaren Gewässer. Also in dem Bereich platzieren wir das Ding hin, den Köder. Hier noch mit der Kombination auch Steinfliege und da habe ich jetzt gezuppelt. Steinfliege und 12er Haken und hier auch der 12er Haken, auch die Steinfliege, genau. Made hatte ich auch schon dran, ging auch, allerdings auch viel kleine Brassen oder mehrere kleine Brassen, gerade auch so in den Morgenstunden, die wollen wir ja nicht hier. Ja, und jetzt ist natürlich die große Frage, Futtermische oder nicht. Gucken wir mal eben, wo haben wir denn? Okay, nehmen wir den nochmal eben erst mit. Futtermische oder nicht? Da geht noch ein Döbel rein. Auf Steinfliege, nett. Nett, immer gern. Allerdings, wenn man jetzt mit einem ganz feinen... mit der ganz feinen Schnur dran ist. Ich könnte natürlich auch mit einem 2,8er hier rein, ne? Aber ich weiß noch, beim letzten Mal Plötzen angeln, und das ist schon lange her, war die Plötze recht kampfstark. Die hatte Bock. Vielleicht liegt das auch an der Strömung hier.
Gucken wir mal eben nach Plötze. Hier sind sibirische Plötze, verschiedene Mischen. Mais, Milchpulverfliegen, Made, Zuckmücke, Kondensmilch, Mais, Liquor. Dann ist hier nochmal eine Plötze vom Olli. Gemahlenes Biskuit, Biskuitkaster, gehackte Würmer, Paniermehl, Fenchel. Und ich habe hier gerade eine zusammengebaut. Gemahlenes Biskuit, gehackte Würmer, Paniermehl. Dann hatte ich Amino reingeballert. Kaster, okay. Amino 8 Pellets, Keks und Fenchel. Ich nehme mal diese, die gerade zusammengeballerte. Und werf die jetzt mal hier aus. Entspannt. Reichen so 20. Ja, ich glaube, das reicht. 20 bis halb. 1, 2, 3, 10 Stück. 4, 5 und so weiter. So, schon wieder kurzer Ruckler, ne? Und 10. Kurzer Ruckler und er hat ein bisschen weiter geworfen, ne? Okay, angefüttert. Angefüttert, sehr keksig. Ja, gucken wir gerade nochmal eben rein. Inventory, Plötze. Also, mit dieser Futtermische hier. Genau, gemahlenes Biskuit als Basis. Gehackte Würmer mit rein. Paniermehl mit rein. 8er Amino-Pellets. Amino einfach so ein Katalysator, beziehungsweise so ein Pusher, um die Aromen noch mal ein bisschen zu pushen. Keksaroma und Fenchelsoße. Ganz, ganz wilde Kombination. Ich bin gespannt, ob da ein bisschen was geht mit und ob ich jetzt den Spot damit komplett zerstört habe oder ob der Lachs noch lückt. Ich würde sagen, wir machen mal einen kurzen Break, lassen das Ganze mal schön ein bisschen einwirken und dann ran da. Ja, alle drei Routen gerade mal eben neu ausgeworfen und kurz danach hat es auch sofort angefangen, hier auf der ersten direkt wieder zu bimmeln. Die sibirische Plötze ist zum Glück noch da. Guck, wie die so aussieht, ne? Hier unten am Bauch. Alter, die sieht so aus, hier am Bauch. Das ist hier, das ist ja. Die sieht so aus am Bauch, als ob er mit der Malerrolle über die Struktur aller von den Schuppen einfach drüber gepinselt. Ach komm, passt schon. Wir malen die jetzt unten einfach weiß an. So sieht das hier unten aus, Alter. Als ob die so aussieht. Da müssen wir uns erstmal Originalfotos suchen, ey. Kann doch nicht sein, oder? So. Und es bimmelt die nächste Bimmel los hier. Also, gibt mir schon mal ein wenig Hoffnung, dass die Futtermische den Spot nicht versaut hat. Das gibt mir schon mal Hoffnung. Und wenn jetzt hier die Trophy reinballert, dann gibt mir das natürlich so richtig Hoffnung. Aber die anders dicke Hoffnung. Also da ist, was triggert mich natürlich, okay, hier habe ich ja schon den Zehnerhaken. Zehnerhaken hat funktioniert. Sechserhaken, Alter. Komm, direkt. Immer übertreiben, ihr wisst es. Wenn man nicht übertreibt mit den fetten Haken, fängt man auch keine Trophies. Zack. Ich könnte ja auch einen Einserhaken nehmen, ne? Wäre auch eine Möglichkeit. Einserhaken geht auch immer. Aber machen wir erstmal einen Sechser. Wenn auf dem Sechser beißt, bam, Einser. Direkt. Direkt. Gar nicht lang warten. Wenn der Sechserhaken jetzt gleich liefert, zack, Einserhaken. Steinfliege drauf. Gib ihm. Super Trophy Plötze incoming. Safe, Alter. Jetzt erstmal wieder ein bisschen warten. Der Fisch muss sich an den Riesenhaken gewöhnen und dann wieder schon sehen. Das ist natürlich Taktik jetzt hier, ne? Weißt du, der beißt dann extra jetzt, da beißen sie jetzt extra auf dem anderen, ne? Pah, die Plötzen, Alter. Schön. Da beißen sie jetzt extra nicht auf dem Sechser. Weil die Trophy vielleicht noch nicht da ist, die, vielleicht hat die Verspätung, ey. Wart mal ab, ey. Aber die kommen noch. Ja, also rein kohletechnisch auch gar nicht verkehrt, ne? Also die Plötze,
Wir können gleich mal reingucken. Habe ich eigentlich schon gesagt, wo ich hier stehe? Am Donetz, Alden. Am Donetz. Und zwar Map aufmachen. Direkt hier oben. Also man spawnt hier. Ich wollte gerade sagen, ich kann ja mal eben im Café gucken, weil es halt nicht so weit weg ist. Beziehungsweise auch im Fischmarkt. Direkt hier, wo du startest. Zack. Mal eben hier rüber sprinten. Durch das Dickicht. Siehst du, hier startet man. Und ja, hier ist der Fischmarkt und ihr seht, guck mal hier, so eine 200 Grammer, schon 4 Silber. Das ist doch schon geil. 300 Grammer, fast 6 Silber. Das ist ein guter Fisch. Also, da kannst du mal nicht meckern, ey. 5, 6 Silber, 40 Silber. Der Punkt ist einfach, die Plötze halt so ein bisschen mit Tempo zu kriegen. Ne? Einen Spot zu haben, wo das auch ein bisschen lübt. Dann ist das doch schon mal ganz entspannt. Und dann lohnen sich die Brocken. Desterdawegen lohnt es sich auch wirklich bei der Plötze mal ein bisschen rum zu experimentieren. Ja, ich bin halt kurz davor, irgendwie doch noch mal ein dünneres Vorfach vielleicht zu nehmen. Sehr, sehr dünnes Vorfach und dann mal gucken, was da geht. Sechserhaken ist schon echt tricky. Man muss ja immer bedenken, welcher Köder ist da gerade dran. Und ist der Köder dann vielleicht doch oder der Haken dann doch vielleicht zu mächtig, zu heftig? Oder ich gehe gleich doch nochmal mit der Pose dran. Vielleicht testen wir das mal. Jetzt ist ja angefüttert. Bällchen sind reingeschmissen. Und dann einfach mal Köderkombination. Ich habe gerade in Rekorden gesehen, es gibt die Köderkombination Steinfliege mit Zuckmücke zum Beispiel. Ich meine, jetzt haben wir gleich Abendstunden. Ich glaube, ich teste das mal eben. So, da ist auch direkt hier das große Gerät ausgepackt. Direkt übertrieben. So. Und, guck mal da, noch den Clip. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Das muss ich gleich nochmal ändern. Und auch nicht ganz so weit auswerfen. Bremse schön locker eingestellt. Das passt. Tiefe auch gut eingestellt. Jetzt natürlich die Frage, ballert das rein oder nicht? Ich glaube, ich habe schon zu weit ausgeworfen. Ne? Für die Futtermische ist es, glaube ich, schon zu weit. Ja, ich ziehe nochmal direkt rein. Ich hatte auch schon Bisse hier. Die waren dann allerdings tatsächlich sehr nah. Das ist jetzt quasi nur angeklickt. Jetzt müssen wir mal gucken. So. So passt das doch. So passt das doch. Tiefe 80 cm erstmal eingestellt. Bisschen tiefer. Und ich hoffe, das ist alles noch bodennah. Und nah genug an den Ködern und an der Futtermische. Aber ich merke, die ganze Zeit ist jetzt hier auch Flaute, ey. Nicht, dass jetzt so langsam erst die Futtermische richtig in die Wirkung kommt und ich mir jetzt den Spot doch noch zerschossen habe, ey. Das wäre der Hammer, ey. Mit dem ollen Fenchel auf dem Keks. Ich meine, Keks-Fenchel ist ja auch ein bisschen anders wild, ne? Ob das eigentlich ausgewürfelt wird, was die Viecher so fressen? So schön einmal in der Woche neue Köder-Kombis. Oder Futterkombis. So einfach komplett random. Ich gehe hier nochmal wieder zurück auf einen kleineren Haken. 10er Haken. 4 Kilo habe ich dran. Clip auf 7 Meter ist drin. Halt. Bremse kleiner machen. Ich habe ja die Schnur reduziert. Auch hier. Jetzt wird es anders wild. Jetzt. Ja, wobei, doch, wir machen mal einen auf den hier. Invisible, Vorfachsmaterial, 3,7er. Machen wir genau so. Auch hier wieder den Clip auf 7 Meter. Und es geht was in die Pose rein. Leider bin ich ja gerade nicht dran. Doch noch gehakt, das freut mich aber. Doch noch gehakt, aber es ist ein Sonnenbarsch, oder? Tatsache, Alter. Da muss ich auch mal nach drauf. Also der fehlt mir noch, ne? Da muss ich auch irgendwann mal ran, ey. Kleiner Sonnenbarsch.
So, ganz wichtig. Ich glaube, ich habe hier die Bremse noch nicht runtergemacht. Ne, kleines Vorfach, beziehungsweise dünne Schnur. Dementsprechend natürlich. So, muss das jetzt lüppen. Ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen, also auch ohne Futtermische war das schon mal nicht so schlecht hier. 77,163. Da wollte der Nächste und ich habe ihn verjagt. Aber es bimmelt tatsächlich auf dem gerade reduzierten Haken und ist dran. Und auf, guck mal da, ey. Öppa. Schöne Plötze, oh ja. Schöne Plötze, 4,33. Die hat mal ordentlich Gewicht, sehr gut, ey. Und da geht's weiter. Da geht's weiter. Auf dem... Lampen sind übrigens immer noch kaputt. Auf dem ganz dünnen Vorfach jetzt hier. Ich habe noch nicht Microbraid getestet. 2,8 Kilo. Hinten geht die Pose. Geht langsam runter. Ist, glaube ich, keine Plötze. Die waren vorhin schneller. Was haben wir denn da? Na, doch ist eine Plötze. Aber eine ganz kleine, oder? Das ist eine kleine. 16er Haken. Da gehen wir auch erstmal ein bisschen... Komm, nehmen wir mal einen Achter. Achter, zack, zack, zack. Steinfliege, wir wollen ja hier die dicken Dinger, ey. 12er Haken finde ich schon fast ein bisschen zu klein. 16er jetzt gerade war definitiv zu klein. Die kleinen Brocken, die können auch drinnen bleiben. Die fressen bloß die Köder weg und bringen dann auch nichts am Ende. Guck mal hier jetzt. Was hatten wir hier gemacht? 10er Haken, guck's dir an, Alter. 10er Haken. Wenn da jetzt eine schöne drauf geht, würde ich sagen, ist für mich momentan 10er Haken. Alter. Und nicht gehakt. Alter, was war das, ey? Hat sie ja, das war ja fast wie ein Frosch. Raketenfrosch, ey. Jetzt muss ich aber erstmal hier um die... Das war ja krass. Leider nicht gehakt, ne? Jetzt ist er dran hier. Jawohl, komm, sei eine Plötze. Und es ist eine Plötze. Allerdings nicht so riesig. 200 Gramm auf dem 10er Haken. Was haben wir hier? Kann das sein, dass das in den Abendstunden ein bisschen wilder wird? Wäre ja angenehm. Und den hier nochmal wieder ein bisschen weiter raus. Also, Doppelköder, das ist wieder zu weit. Ja, machen wir bis da. Ein bisschen zurück. So, und wieder auf. Und jetzt schön treiben lassen. Also, zum Pose-Pushen kann man das sowieso immer machen, glaube ich, ganz gut hier. Zum Pose-Angeln. Oder wenn man seinen Pose so ein bisschen, diesen Pose-Angel-Skill so ein bisschen hochpushen will, ist Donett sowieso immer gut. Zum Grundangeln natürlich auch. Schön hohe Frequenz, seltene Fische, die man sonst an anderen Gewässern kaum bekommt. Auch natürlich sehr praktisch. Also im Großen und Ganzen kann man mal zwischendurch hier hin zum Donett. Meins ist es in Gänze nicht, dieses Gewässer. Ich bin da immer so ein bisschen... Du Rotauge da. Ich bin da immer so ein bisschen fies von dem Gewässer hier. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen ist es ja eigentlich ein... Also ist ja ein schönes, verwinkeltes Gewässer. Aber man muss sich da echt drauf einlassen, ne? Und tendenziell tatsächlich... feiner und kleiner dran gehen. Das ist wirklich ein bisschen was Zartes hier, das Angeln. Gerne auch mit Stippe und solchen Sachen. Da lübt dann der Lachs. So, ihr Lümmels, ich würde sagen, rein ins entspannte Wochenende, beziehungsweise in den Sonntag. Gönnt euch erstmal schönen Käffchen aller, entspannt ein bisschen angeln. Wir sehen uns dann im nächsten Stream oder im nächsten Video auf Twitch, auf YouTube, Alter. Rinje hauen, Petri, ihr Lümmels. Und öppala. Und nicht vergessen, erstmal ordentlich den Kanal abonnieren, Alten. Hm? Dann lübt das auch mit dem Kürbisbarsch und mit der Plötze. Petri.